zum Weitsprung. Alessia Danelli bei ihrem dritten Versuch. Kälin führt vor Danelli, die im zweiten Versuch 5,92 gesprungen ist. Lydia Boll mit 5,91 auf Platz 3. Bifaretti mit 5,88 auf Platz 4. Das ist wirklich eine knappe Entscheidung. Und mit 5,94 setzt Danelli noch 2 cm drauf, aber sicher nicht genau diese Weite, die sie sich erhofft hat. Sie hat jetzt noch 3 Versuche, sie hat sich an dieser 6-Meter-Marke orientiert und sich langsam rangetastet. Und vierter Versuch, sie liegt auf Platz 3, Alessia Danelli. Rot übertreten. Somit bleibt es bei diesem dritten Platz. Sie hat noch 2 Versuche, um sich allenfalls wieder an Emma Bifaretti vorbeizuschieben. 6,29 immer noch die Bestweite von Annick Kälin aus dem ersten Versuch, damit führt sie das Feld an und der zweite war ungültig und auf den dritten Versuch, da hat Annick Kälin verzichtet. Ein gültiger Versuch von Danelli. Ihr fünfter Durchgang, 5,72, 5,92, 5,94 ungültig. Ah, da verschenkt sie natürlich auch noch mal einige Zentimeter. Mal schauen, wie weit das, dieser Sprung gegangen ist. Sie hat auf jeden Fall die Augen verdreht. Ja, 5,65. Ah nein, 5,93. Wieder ein Zielspringen, das haben wir von ihr schon einige Male erlebt. Das einen Versuch offen hat, um zu kontern. Alessia Danelli, ihr letzter Versuch. Und ungültig, somit ist es klar, alles riskiert, aber sie behält die bronzene Auszeichnung. 5,94 im dritten Versuch bringen sie auf den dritten Platz. Emma Bifaretti mit ihrem letzten Versuch. Im Hintergrund sehen wir sie noch anlaufen. Das ist ein ungültiger.